Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fountain of Youth. Wir befinden uns immer noch auf der Eiseninsel. Wir haben jetzt ein Haus gebaut. Wir gehen auf die Schnelle, haben ein bisschen Deko schon mal gepackt. Da sind zwei Felle, zwei Köpfe haben wir hier. Einmal da ein Puma. Da ein Schakal. Ja, ich wollte mal eben, das wollte ich gerade schon machen, bevor ich angefangen bin. Ich wollte jetzt deswegen nicht hin und her fahren. Na, wo haben wir sie denn? Da wurde schon ein einfaches Chemie. Lebensalstücke. So, jetzt sollte man stimmen. Ah, erstmal warten. So, jetzt wollte ich aber erstmal ein paar Zäunchen bauen, aber es ist eine Frage. Das geht. Muss ja nicht alles gerade sein, oder? Wow. Meine Axt ist kaputt. Ewig blöd. Naja, ohne Steine. Wollte ich machen, weil wir Schwierigkeiten mit dem Puma kriegen, wenn wir uns hier aufhalten. Wenn wir das Zäunchen bauen, kommt er nicht, eigentlich nicht hinter dem Zaun. Kann sich aber auch noch vertun, wo kommt hinter dem Zaun. Weil wir ja ständig hier Regen haben. Thank you.
So, dann gucken wir mal eben. Die Bilder so. Dann da auf dem Ja. Segel zu Schlange. Und dieses verrückte Duo hat auf der Schwefelinsel Schwefel für Schießbürger gesucht. Diese Insel befindet sich in einer anderen Region. Ich sollte sie einholen, bevor sie sich in die Luft sprengen. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir mit dem Bauen jetzt erstmal aufhören. Und weiter haben wir hier alles fertig, was ich fertig haben wollte. Und das kann man so mit der Zeit mal machen. Dann schlafen wir jetzt gleich erstmal eine Runde, essen, trinken was. Und dann werden wir mal gucken, dass wir zur nächsten Insel fahren. Thank you.
Ja.
Warum muss dieses besondere Objekt sein? Gehen wir doch mal gucken. Herr und Jungfrau Maria, bitte helft diesen Sünder. Ich war noch nie sehr gläubig, aber dieses Schiffsfriedhof macht mir Angst. Alles hier ist mit einer Art überirdischer Großheit getränkt. Ich bin keine verwöhnte junge Dame, die zu Ohnmachtsanfällen neigt. Ich habe in diesem Leben schon vieles erlebt und vieles getötet. Und vor mir steht ein Schakal, den ich jetzt töte. Bin mit eben dem Ziel hergekommen, um jemanden zu finden und zu töten. Aber irgendjemand ist mir zuvor gekommen. Ich weiß nicht, wer den Vorschub umgebracht hat und ich würde es auch nicht wissen. Kein Geld der Welt kann mich dazu bringen, mich an diesem Ort seines Todes zu nähern. Aber seit ich hier bin, hier angekommen bin, höre ich die Schritte im Nebel um mich herum. Und da ich hier nichts mehr zu tun habe, mache ich mich auf der Stelle aus dem Staub. Na, hört sich ja sehr vertrauenserweckend an, würde ich sagen. Oder? Ein Haufen Schrott. Geh auseinandernehmen. Ja, das können wir machen. Das brauchen wir. So, jetzt werde ich die Schakale nochmal auseinandernehmen. Jetzt reicht das Werkzeug. Schiff geblieben. Ach, Männer. Machen wir das hier von.
weiß, was die Lux heute bestehen. Ja, das muss ich jetzt noch nehmen. So, jetzt habe ich wieder Kraft. Dann kann ich nämlich noch eben zurück zum Schiff dackeln. Oder wir? Wir dackeln nochmal eben zurück zum Schiff. Und was ist das alles da, was wir jetzt schon hier so gefunden haben? Das ist ja eine ganze Menge. Und machen uns dann in einem neuen Video. Jetzt komme ich da nicht her. Auf dem Weg, die Insel zu erkundigen. Da müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Licht haben oder so. Das ist ja grottendunkel hier. Jetzt erstmal zum Schiff zurück. Den Schakal da lassen. Ach, wir hätten ja. Nee, hier haben wir kein Feuer machen müssen. Nicht dumm. Wir haben ja auf dem Schiff unseren. Zeit ist sowieso schon gleich rum. Jetzt packen wir das aber erstmal alles da rein. Zack, das ist es. Dann nehmen wir ein paar Sachen mit, die wir auch wirklich gebrauchen können. Das wäre ja Quatsch, wenn wir immer alles mitschleppen. Den Platz brauchen wir für andere Dinge, das brauchen wir auf jeden Fall. Das haben wir dann mitgenommen, so ein Shit auch. Also das hätten wir eingepackt, haben wir das bei uns auf der Eiseninsel wahrscheinlich gelassen. Ganz egal. Ja, dann müssen wir doch Stein lassen. Wer weiß, was wir so haben. Oder so finden. Alles klar. Ah, gut. Dann würde ich mal sagen, den Rest machen wir beim nächsten Video. Und hoffen wir, dass es vielleicht ein bisschen, aber es heißt ja die Nebelige Insel. Dann werden wir die Insel weiter untersuchen und ja, schauen, was wir da so machen können. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, wisst ihr auch vielleicht, was ihr zu tun habt. Ich bedanke mich, ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Bis dann, bye bye, eure Tammy.